Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind gerade hier wieder in Ondula. Wir sind eigentlich die Route hier oben lang gegangen, glaube ich. Obwohl wir sind so schon weitergekommen, so noch eine Route weiter. Ich kann ja noch mal kurz einen Überblick auf der Karte geben. Wir waren eigentlich hier hinten bei der Dorfbrücke mit einer richtig gigantischen Musik. Ich habe mir ohne Scheiß nach dem letzten Part die Musik noch länger gegeben. Ich hatte ein Video auf YouTube gefunden, nur mit der Musik, und die habe ich, glaube, eine halbe Stunde im Hintergrund laufen lassen. No. Also, ich finde die so geil. Das ist mir noch nie zuvor wirklich in Pokémon so passiert. Pokémon hat richtig viel geile Musik. Und ich höre sie super gern, aber diese Musik irgendwie, ich weiß nicht, es hat in mir positive Schwingungen ausgelöst oder so. Keine Ahnung. Ja, und wir haben da erstmal gestoppt, denn wir sind heftig underlevelt. Und ich möchte jetzt hier mal zur Route 14 schauen, weil da waren wir ja schon mal am Anfang und haben uns gedacht, irgendwas stimmt hier nicht, die sind hier zu stark. Und dann habe ich mal geschaut, aha, hier gibt es noch weitere Routen. Aber allerdings waren da die Gegner auch sehr, sehr stark. Weil ich möchte jetzt hier nochmal zurückkehren und nochmal die restlichen Trainer besiegen. Wie gesagt, die letzten, oder die ersten hier, die haben wir schon alle besiegt. Wahrscheinlich den auch schon. Warte, ich will mal kurz schauen, wen wir auf der 1 haben. Die Michelle. Ja, da kann ruhig Michelle auch mal bleiben. So, ist auch besiegt. Besiegt. Wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Ich glaube, wir haben uns hier einen ganzen Party aufgehalten. Von daher. Ach, der hier. Mal sehen, auf welchen Level die jetzt sind. Wir und unsere Gegner von den letzten Parts waren so 3 Stück auf Level 43 ungefähr. Hier ist gleich ein Reihumkampf. Geil. Okay, okay. Sehr starke Gegner und Level 39. Das ist der Beweis. Hier sind die noch ein bisschen niedriger vom Level her. Und das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Okay, sehr geile Pokémon. Wen haben wir? Links ist Nico. Aber stimmt, ist ja ein Reihumkampf. Okay, bei Michelle. Wir könnten theoretisch Erdkräfte probieren. Allerdings, wenn Panzer Aeron eingesetzt wird, ist das dann ein Problem sozusagen, weil Brunnen ist überhaupt nicht wirksam. Wir könnten natürlich auch mit Nico angreifen oder. Ja, oder mit René. Ich wechsle mal zu René und setze mal Kraftwelle ein. Mal sehen, ob das Seepritz bleibt. Ne, wird ausgetauscht. Zu diesem Vieh, okay. Da weiß ich jetzt den Typen nicht. Tangela, keine Ahnung. Okay, okay. Dann wechsle ich mal zu Nico. Ja, genau. Oder hat Michelle noch irgendwas Gutes? Nee. Und setz mal Psychokinese ein. In der Hoffnung, dass er bei Tangela bleibt. Aber nein, jetzt kommt Panzer Aeron in den Kampf. Okay, Stachen umgeben. Wirkt das auch, wenn wir so wie sie in unser Feld drehen? Wow, war ein Volltreffer, sehr schön. Will ich gleich mal ausprobieren. Ah. Nochmal Kraftwelle. Okay, macht keinen Schaden. Und schon wieder das Vieh jetzt. Ach nee, wehrt wieder starre Spore ab. Sehr schön. Wir bleiben mal bei Kraftwelle. In der Hoffnung, dass er wieder wechselt, aber nee. Oh, jetzt ist er paralysiert. Ah, wir aber auch. Jetzt. Ich setze trotzdem Kraftwelle ein, weil er wird jetzt drehen. Zebritz, okay. Und ein Sprung ist normal effektiv oder nicht sehr effektiv. Eins von beiden. Das sieht nach normal effektiv aus. War aber ein Volltreffer. Ach nee. So, nee, den kann ich jetzt hier nicht weiter anlassen. Versuch mal zu Michelle Erdkräfte. Aber es war Panzer Aeron eingesetzt. Ah, shit. Wieder Stachler. Ja, gut, das bringt nichts. Komm, wechsel zu Zebritz. Ja, wunderbar. Erdkräfte sehr effektiv. Das Zebritz ist dann dementsprechend hoffentlich weg. Ja, wunderbar. Die anderen beiden kriegen wir jetzt auch noch. Level 41 für Michelle. So, Panzer Aeron. Was könnten wir denn da einsetzen? Feuer-Odem. Machen wir einfach mal Feuer-Odem. Gut, auf das Tangela. Dann ist das schon mal weg.
Und dann nur noch das Panzer Aeron. Ach, nee, will ich jetzt nicht einsetzen, weil wegen der Paralyse. Der muss das jetzt im Michael hier mal machen. Ah, ist nicht sehr effektiv, okay. Aber paralysiert. Ah, sehr schön. So, dann. Ja, gut. Wechsel ich mal zu Nico. Nein. Ich komme hier immer noch nicht so ganz klar, zu wen ich dann. Was ich für einen Button drücken muss, um dann zu drehen. Wunderbar! Ein schöner Reihumkampf. Selbst am Anfang des Parts. Das gefällt mir. Allerdings muss ich jetzt mal kurz mich um René kümmern. Dass er wieder eine Heilung bekommt. Aber was heißt wieder? Dass er generell jetzt hier mal geheilt wird. Von mir noch ein Trank. Und noch einer. So. Dann brauchen wir noch einen Fahrerheiler. Haben wir doch auch irgendwo. Da. Ein Stück haben wir. Haben wir erst vor kurzem gekauft, also von daher. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Unten gibt's noch einen Trainer? Fragezeichen. Ah, lol, da kommen wir gar nicht hin. Kommen wir nur per Wasser hin. Trotzdem will ich wissen, was der da hinten sagt. Gehen wir mal in den Beutel nochmal und setzen einen Topschutz mal ein. Ich habe jetzt keine Lust auf wilde Pokémon. Ah, ist ein Trainer, okay. Derweil kann ich mal kurz ansprechen, was man hier für Pokémon finden kann. Ich weiß allerdings, also es kann sein, dass ich das schon mal vorgelesen habe. Nur es ist halt einige Parts her. Und wenn wir jetzt hier eh nochmal sind. Oh mein Gott. So, Route 14 war das. Glaube ich. Ich habe auf jeden Fall hier noch nicht drauf geklickt. So, Sterndu, okay. Psycho Wasser, glaube ich. Wechseln mal zu Jonas. Genau, zu Jonas. So. War doch hier die Route 14, oder? Ach. Das sieht nach Route 14. Ja, das ist Route 14. So, hier Pokémon. Das war normal schwarz und weiß. Ey. Geht doch. So, Laubklinger. Und zwar zu 25%, also jetzt erstmal im normalen hohen Gras, zu 25% ein Entoron, zu 20% jeweils ein Barblu oder ein Lindfu, zu 15% ein Absol, zu 15% ein Griffzeppeli, zu 5% ein Altaria. Interessant. Dann im dunklen Gras genau dasselbe, nee, nicht ganz genau dasselbe. Und zwar zu 30% ein Lenfu, zu 25% ein Entoron, 15% jeweils ein Altaria oder ein Absol oder ein Triffzeppeli. So, gleich machen wir weiter beim nächsten Trainer. Und hier hinten kommen wir jetzt leider auch nicht weiter, aber hier gibt es noch ein Item. Ein Top-Trank. Kurz mal hier Item-Motor einsetzen. Okay, da oben. Gut, kommen wir da nicht hin. Jo. Okay, hier war es das dann schon. Ja. Dann kurz sage ich mal hier zu Ende. Im raschenden Gras hat 90% ein Ordoch, zu 10% ein Emolga, per Zirfen 70% Barschuft, 30% Barmelin, per Superangel 70% Goldini, 30% Barschuft. Beim Zirfen mit einem Pokémon-Schatten zu 30% ein Barschuft, zu 60% ein Barmelin und zu 10% ein Bojelin. Per Pokémon-Schatten bei der Superangel 60% Goldini, 10% Golking und 30% Barschuft. Oh lol. Okay. Darum kamen wir hier nicht weiter. Und wegen zwei Trainern sind wir jetzt hier nochmal zurückgegangen. Das ist euer Ernst? Und die stellen sich hier einfach in den Weg. Okay, ja gut. Ich dachte, man kann hier irgendwie nochmal was mehr erreichen oder so. Theoretisch hätten wir damals wirklich hier weitergehen können und dann halt rüber auf Route 13. Schade. Ich dachte, hier kommt jetzt wirklich was. Aber naja, dann geht's jetzt nach der Dorfbrücke weiter.
Das heißt, wir werden eventuell auch kurz nochmal die schöne Musik hören. Währenddessen. Oh, ich bin mal hier kurz was im Naschen. Sorry, das guckt mich jetzt so gerade so doll an. Da muss ich da mal kurz abbeißen. Lecker. Das sind so eine Lachgummi-Milchgeister. Sehr lecker. Nein, 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 nicht nur. Na. So. Dann düsen wir mal kurz mit dem Fahrrad. Dann zur nächsten Route. Wir haben ja alle Trainer besiegt. So, kein Schutz erstmal mehr. Da sind wir auch schnell hier durch. Ey, Pokémon. Okay, das ist die normale Musik jetzt. Hier, ich müssen wir. Ach, wisst ihr was? Noch mal ganz kurz vorhin. Wo war denn der Typ? Ne, der war nicht hier. Ach, egal. Wir gehen jetzt weiter. Nicht hier lang schnacken. Also, ich mag die Gebrüderdämmerung auf der Dorfbrücke. So, jetzt sind wir auf Route 11. Gibt natürlich dann auch wieder ein bisschen was hier zu kämpfen. Zum Beispiel hier. Dann werde ich auch mal gleich zur Route 11 weitergehen und da mal die Pokémon vorlesen, bevor ich das vergesse. Oder wieder beim auf dem letzten Drücker dann mache. 11, Route 11. Pokémon. Boah, die Liste ist schon mal lang. Oh, ein Emolga. Uiuiui. Da ist es doch perfekt, dass wir jetzt hier Michelle haben. Gegen Steinhagen. Heute Zugabe hat aber nicht ganz so funktioniert. Sehr effektiv. Natürlich ist das keine Step-Attacke, bedeutet. Macht halt nicht ganz so viel Schaden. Oh, wow, 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 wow. Akrobatik. Herrliche Attacke. So, was kommt? Etaria. Ich wechsle mal, weil wegen. Bin ich KP. So, dann im hohen Gras findet man hier zu 20% ein Enteron. Zu 10% ein Meryl, 15% ein Skorkler. Skorkler hatte ich auch überlegt, ob das ins Team kommt. Dann zu 10% ein Senko, zu 10% ein Vipitis. Und dann gibt es noch zu 5% ein Hutzasa. Okay. Und dann nur in Schwarz 2 zu 5% ein Laukatz und zu 25% ein Schnuthelm. Und nur in Weiß 2 zu 25% ein Laukatz und zu 5% ein Schnuthelm. So, jetzt greife ich erstmal an. Drache Flug. Ich weiß nicht, ob der Typ Elektro abspecht. Können wir ja gleich sehen. Alternativ ist das sehr effektiv. Ah, der Drachentyp specht das ab. Schade. Ich hätte natürlich auch Michelle behalten können. Hätte ja auch sehr effektive Attacken, aber Luke kriegt das schon hin. So, dann im dunklen Gras. Genau dasselbe. Das lese ich jetzt dementsprechend nicht nochmal vor, weil es wie gesagt dasselbe ist. Genau dieselben Häufigkeiten. So. Frage ich mich, warum das nicht hier, warum das so separiert wird. Ach, die Level sind ein bisschen höher. Das sehe ich hier. Höhere Gegner. Höher gelevelte Gegner. Gut zu wissen. So, hier jetzt. Supertank. Einmal für Michelle. Einmal für Luke. Michelle kriegt noch einen normalen Tank. So, das passt. Okay, hier gibt's einen LKW. So, dann geht's weiter. Im raschenden Gras gibt es zu 5% ein Azumarill, zu 5% ein Skorkro, zu 80% ein Ordoch oder zu 10% ein Emolga. Dann per Surfen. Was ist das? Ach ja, das war ein Pokémon, was ich. Das war das Pokémon, was ich zuallererst im Team haben wollte nach Kramox. Hier, was statt Michelle sein sollte. Ah. Und das konnte man, glaube ich, erst viel zu spät fangen. Daher habe ich das dann nicht mit reingenommen. Ja, komm, ich. Obwohl. Ach, Michelle, ich wechsle dich mal kurz aus. So, Jonas.
Dann per Surfen 30%, Bahn bedienen 70%, Barschuft. Beim Surfen mit Pokémon-Schatten zu 60% ein Barmelin, 10% ein Bojelin, 30% ein Barschuft. Per Superangel 70% Goldini, 30% Barschuft. Und per Pokémon-Schatten bei der Angel zu 30%, nee, warte, 60% ein Goldini, zu 10% ein Goldking und zu 30% ein Barschuft. Und dann per Schwarm kriegt man noch einen Maskeregen. So, dann ist das Vieh hier erstmal weg. Pokémon sind vorgelesen, bedeutet, ich kann das hier auch wieder minimieren. Ah, Imbrana, komm Jonas, wir bleiben mal bei dir, du bist kurz vor dem Level ab. Das ist auch die Weiterentwicklung. Es sieht nicht besonders schön aus, aber es hat halt einen Wasser-Boden-Typ, soweit ich weiß. Und daher fand ich das schon nicht schlecht. Alle, weil uns halt auch Wasser im Team fehlt. Da wollte ich unbedingt einen Wassertyp drin haben, letztendlich wurde es leider nicht so. Ich habe leider immer noch nicht geschaut, ob Luke auf der Endentwicklung Surfer erlernen kann. Oh, wir kriegen eine Beere, sehr schön. Und das sieht so aus, als könnte man da ein Item finden, aber nee. Ja, hier oben. Hier drinne? Nee. Gemütlich. Uhu, hier gibt es eigentlich gar nichts davon, aber eine ganze Menge. Fable-Brief, ja gut. Ne, Fable. Ich mag es, gar nichts zu haben. Es ist jedoch gar nicht so leicht, dieses Gefühl anderen zu vermitteln. Ja, es gibt viele Leute, die... Man sagt ja auch, weniger ist mehr. Hä? Ach, wahrscheinlich oben auf der... Man damit Cascado hoch. Stimmt. Kaskade haben wir allerdings noch nicht. Oh. Beim letzten Mal habe ich den Fehler gemacht. Ich habe mich nicht vorbereitet. Diesen Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Haben wir genügend Bälle? Haben wir genügend Tränke? Bälle. Die sind doch jetzt, glaube ich, hier mit drin, oder? In der vierten Generation war schön auseinander. Wir haben doch Hyperbälle gekauft, eine Menge. Wo sind denn die? Da, 22. Gehen wir hin. Ja, mal wieder ein Legi. So mitten auf der Straße, so. Jetzt wäre nix. Viridium. Sieht ganz schön aus. Erst letztens hatten wir so ein Pokémon. Viridium sieht nach viel Pflanze aus, aber ich will mich nochmal vergewissern, ob der nicht noch einen zweiten Part hat. Viridium. Kenne ich nämlich nicht. Ist Pflanzekampf. Okay. Gut zu wissen, weil den Kampftyp hätte ich jetzt hier nicht rausgesehen. So, mein Plan ist jetzt natürlich erstmal Donnerwelle, dass er paralysiert ist. Und dann möglichst viel Schwächen. So, vielleicht kriege ich Volt wechseln. Ja, wunderbar. Können wir ihn nochmal schauen, weil ich wollte sowieso wechseln. Oh. So, Pflanze, Kampf. Da eignet sich Finn am besten. Wegen Kampf keine Wirkung. Und Pflanze, ja, nicht so effektiv. Was machen wir denn? Wir machen mal Nachtnebel. Ja, sehr schön. Nochmal. Ich hätte den Flottball am Anfang noch einsetzen sollen. Aber, ja gut. Ich weiß nicht, ob Birdo zu viel Schaden macht. Probier jetzt nochmal gleich einen Ball. Dieses Mal haben wir keinen Meisterball mehr. Ich möchte natürlich dieses Pokémon auffangen. Aber wir haben Hyperbälle. Okay, das sieht nicht gut aus. Weiß nicht. Soll ich Birdo mal probieren? Mach's einfach mal. Obwohl, nein, es ist voll... Scheiße. Wisst ihr warum? Der hat eine Statusveränderung. Weil durch Statusveränderung ist es stärker. Das daran habe ich nicht gedacht, aber wow, es war genau richtig. Natürlich hat er Gigasauger bedeutet, kann sich halt dann dementsprechend heilen.
Warum setzt er keinen Gigasauger ein? Das freue ich mich. So, wir haben nur diese beiden Bälle. Vorher konnte ich, beim letzten konnte ich noch schön variieren. Das sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Wir haben, wie gesagt, keinen Meisterball. Ja, ein Wackler. Was bringt mir das? Er ist doch schon... Hätte ich wenigstens ein paar Schwert fürs nächste Mal Fensterbälle kaufen und dann auf Glück hoffen, dass Nacht ist. Nur es ist jetzt sowieso nicht Nacht, wo ich das hier aufnehme. Kann man vielleicht auch an der Zeit sehen, es ist abends. Ihr könnt ja auch immer sehen, wann ich das hier aufnehme. Das ist von der Uhrzeit her. Ja, ist klar. Was soll ich denn machen? Hier macht gar nichts Sinn. Gar nichts. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir dieses Pokémon leider besiegen müssen. Bei 45 ist das Vieh. Ja, ist klar. Steht hier irgendwas zur Fangrate? Fangrate 3 sind 1,6%. 1,6% bedeutet, wenn ein normaler Pokéball bei kompletter Gesundheit geworfen wird. Bedeutet, ich glaube mal, macht der Zweifache, bedeutet Angrate von 3,2. Jetzt ist er noch geschwächt. Ich weiß nicht, wie viel die Schwächung ausmacht. Eigentlich macht das nochmal 4 auf. Sollte eigentlich eine Fangrate von 10%, wenn ich Glück habe, rauskommen? Ich weiß es nicht. Ist Fangratenrechner? Na, nee. Ich sehe jetzt hier keinen Fangrat. Ich würde das halt gerne mal wissen. Gibt hier sowas? Aber wo ist das? Hier, Tools. Da! Pokémon wählen. Das ist ein Virid. Steht nicht mit drin. Jetzt bräuchte ich so ein Pokémon, was eine ähnliche Fangrate hat. Warte, was sind denn andere Legis? Ja, da habe ich jetzt was gefunden. Aber das ist eigentlich nicht so, was ich halt hier mir vorstelle. Jetzt hat er wieder ein paar KP sich geholt. Ist nicht gut. Ich habe nur noch einen Timer bei, den ich am Ende irgendwann einsetzen könnte. Wir müssen dieses Pokémon ziehen lassen oder halt besiegen. Ich habe das jetzt anhand von Darkrai gemacht, weil der hat genau dieselbe Fangrate. Was? Hä? Hat der Pokéball gerade überhaupt gewackelt? Oder war es so ein Luckshot sozusagen? What the fuck? Ich muss mir das dann nochmal in der Aufnahme anschauen. Ich habe damit jetzt 0 gerechnet. Ich habe damit abgeschlossen. Was?
Das Legi nenne ich einfach mal Lucky. Das nenne ich Lucky. Das war wirklich Luck. Lucky. Das ist auch ein schöner Name. Finde ich. So, Lucky wohl auf Box 1 übertragen. Wow, nice. Ein Legi-Kampf am Ende des Parts hier noch. So in einer akzeptablen Zeit mit Empfang. Ich schaue mir das jetzt nochmal an und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.